und die sehr hoch anrechnen. Und noch eine Sache. In der Tschechoslowakei waren die deutschen Truppen eine Besatzungsmacht für tschechische, jüdische Leute. Und ich finde eben, und das möchte ich hier sehr deutlich sagen, dass jeder deutsche Widerstandskämpfer, tausende Widerstandskämpfer in den anderen Ländern aufgibt. Denn für uns waren es ja Feinde gewesen. Ich habe immer Frau Heidemann gesagt, was das bedeutet in dieser Massenhysterie, sich dagegen